So. So. Und zack. Die Tür ist eingemacht, quasi. Die Fenster sind auch schön drin. Ja, jetzt habe ich wieder die 1 und dann die Fenster, nicht hier oben. Ja, ich finde, es passt fast besser. Der Boden, jetzt gefällt er mir richtig. So, jetzt. Dann machen wir hier einfach so ein Haus, quasi so eine kleine Wohnung. Da mache ich jetzt noch einen drauf. Ich lege noch einen drauf. So. Komm schon, da. So. Das reicht wahrscheinlich genau nicht. Jetzt habe ich noch 8. Ja, es wird nicht ganz reichen. So, dann machen wir hier oben das Dach dann hin. So, jetzt brauchen wir mal schnell Fenster. Ne, das war nicht hier, das war hier. Da, Glasscheibe. So, bitte drehen. Zack und zack. Hat fast gereicht. Dann habe ich noch Fackelhalter. Ja, habe ich. Und Fackeln habe ich auch. Machen die wir hier hin. Also hier drüben. Einmal hier, einmal hier. Und einmal hier. Sollte eigentlich reichen. So hell wie die Fackeln da sind. So und so. Zwar gut, wenn man sie so in der Hand hält, dann sind sie wesentlich heller, als wenn sie da hangen. Toll. Ist natürlich toll, ein Schlafzimmer, wo 3 Seitenfenster sind. Das ist also überlegt, muss man sagen. So, Steine habe ich gar keine mehr, oder? Nicht. Was mache ich denn als Dach? Gibt es noch geeignetes Holz für? Das sieht übrigens, das gefällt mir irgendwie. Vor allem, wenn die da noch ein bisschen größer sind. Vielleicht so halb groß sind sie wahrscheinlich am schönsten dann. So, jetzt das Boden eher. Ja, ich glaube, das sieht nicht toll aus. Habe ich jetzt diese gewählt? Ich glaube, hä? Wäre es denn mit dieser hier? Also zum Testen. Oh, sollte man dringend was essen, sehe ich gerade. Nehmen wir uns doch mal eine Melone zur Gemüte. So. So. Da sieht es doch gleich viel besser aus. Da sind die 60. Ah, jetzt muss ich natürlich wieder hochkommen, irgendwie. Ich war ja so blöd und habe schon zugemacht. Das sind Abfallblöcke. Ist ja schade, man hat ja keine richtigen so Blöcke, die man sagen kann. Gut, die sind jetzt. Die kann man gleich wieder abbauen. Scheiße, jetzt habe ich noch einen zu wenig. Nehme ich doch vom Boden. So. Aber zuerst mal gehen wir pennen. Wir sehen uns da morgen wieder. So. Wir hatten hier die Tür offen gelassen. Das gibt's doch nicht. Kam mir gerade so. Oh ja, die Tür habe ich offen gelassen.
So. Da fehlt noch ein bisschen Holz, das wird noch kommen. Das habe ich natürlich profimäßig mal wieder vergessen. Jetzt soll es natürlich ein Dach geben. Und eigentlich passt da kein Flachdach dazu. Denn da müsste ich Stein nehmen oder so. Jetzt machen wir das so, so. Das könnte nicht, weil es sieht fast gleich aus, ehrlich gesagt. Ah, es geht wieder nicht da. So. So. Nein! Da muss offen bleiben, unbedingt. Hier drüben nicht mal, so. So, wie viel habe ich jetzt verbraucht? Ah, fast 40. Dann mache ich wieder diese Ecken hier, damit wir wissen, welche Ecken die sind. So. Diesmal gibt es ein bisschen ein anderes Dach. Und zwar nicht mehr so eine Seite hoch, sondern einfach von allen Seiten so hoch gemacht. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung hier drin. So, leer. Ich hoffe, ich weiß, was ich brauche. Als Planken. Zuerst mal von... Ah. Von denen hier mal... Waren das diese? Ich weiß es schon gar wieder so nicht mehr. Auf jeden Fall diese waren es. Da mache ich wieder 60. Waren es diese? Kann es nicht mehr sagen. Ja, es sind diese. Mit 6 ist das natürlich wieder mal zu wenig. Aber ja, besser als vorher. So. So langsam wird der Kreis hier auch kleiner. Zack. So, hier kann ich glaube ich zumachen. So, und jetzt natürlich der. Jetzt, was ich natürlich gerne, was ich gerne auf so ein Dach mache, ich weiß nicht, ob das hier geht. Ich glaube nicht. Ein Feuer. Ah, man könnte es. Dann machen wir so in der Mitte eins. Ist das die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist die Mitte. Mach ich den dahin. Dann sieht man auch in der Nacht. Das Haus brennt, lichterloh, so schön auf dem Dach. Dann habe ich sicherlich noch 13, ja. Mal runter, so und so. Es tut mir zwar leid um diese Blöcke hier, aber ja, geht halt nicht anders. Ich hätte auch eine Leiter machen können. Nur die ist ja manchmal so ein bisschen komisch. Alles Schutt und Asche. Und irgendwie, das passt zueinander. Man sieht es, wenn man jetzt zuerst anschaut, dann sieht man das vielleicht gar nicht mal so. So und so. Jetzt habe ich noch 11. Ah, da braucht es jetzt 14. Blöd. Aber ja, das könnte ich eigentlich so noch machen. Genau, da brauchen wir noch 3 von denen. Also, muss je 6 machen. Da
dann reicht es für alle. Zwar von dem 6, halb von dem 6. Dann 2 hier hin. Oh, jetzt sieht es nach draußen ein bisschen scheiße aus. Blöd. Das habe ich gar nicht überlegt. Scheiße. Okay, von innen schon ganz super. Von außen nur scheiße. Das nützt jetzt auch nicht, wenn ich das hier noch hinmache. Eigentlich. Wenn ich das eins darunter hin mache, vielleicht. Da haben wir den noch von denen. Waren das diese? Ah ne, das waren die anderen. Aber ich möchte mal schnell sowas noch probieren. Vielleicht auch Holzplanke. Na komm, wir nehmen mal das da. Und noch ein paar Balken. Ich muss, glaube ich, schon sowieso mehr auf die setzen. Denn mit denen kann man eigentlich frei was bauen. So, und zwar die Idee. So. So. Und jetzt setze ich das einfach da oben hin. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Also ich sehe es ja selbst, dass es einen Abstand hat. Ah, jetzt ist es schief. Ne, es muss so gerade sein. Aber... wenn ich sage, als Gebäude dran mache, geht es nicht natürlich. Dann müssen wir es halt selbst setzen. Vielleicht so. Ah, das. Komm, das kann man anschauen. Ist natürlich beim Übergang relativ schwer zu machen, aber ja, geht. Dann hier. Ist jetzt das darunter? Ich weiß es nicht. Komm, das sieht keiner. Wirklich keiner sieht das. So, dann hier diese Seite. Ich will nur mal schauen, wie das aussieht. Wenn man das jetzt so machen würde, dann hat man da quasi ein kleines Vordach. Vordach. So. Naja, sieht wie die Dachrinne aus, ehrlich gesagt. Aber da hätte ich die Balken nehmen müssen eigentlich für die Dachrinne. So, wir machen noch ein paar. Die haben mich ein bisschen angesteckt. So, dann hier einmal rumklappen. So. Das ist zu hoch. So geht es natürlich wieder dicht, ist ja klar. So kann man es nur so zwischendurch, das geht natürlich nicht. Ja, das merkt keiner. So, dann schaue ich mir noch was an, wahrscheinlich potthässlich. Ja, da hat jetzt jeder recht. Vielleicht hier. Ah. Nee, das ist nicht mehr zu retten.